Wir haben uns diesen Sonnenwachsschmelzer gekauft. Da passt das Wachs von 3 bis 4 Rähmchen rein. Nun war es dieses Jahr ziemlich oft bewölkt und regnerisch. Solarwachsschmelzer ohne Sonne geht nicht. Eine andere Lösung musste her in Form eines Dampfwachsschmelzers. Die Profi-Dampfwachsschmelzer kosten weit über 300 Euro und man bekommt auch nur 2 bis 4 Rahmen rein. Deshalb haben wir uns für die Variante entschieden, man bringt 10 bis 14 Rähmchen rein und es kostet knappe 170 Euro. Das Ganze wird zusammen geliefert mit einem externen Dampferzeuger. Diese Erzeuger bekommen wir auch benutzen, um Tapeten abzulösen. Den Amazon-Link auf dieses Produkt findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist der Dampferzeuger vollgefüllt, so läuft er ca. 40 Minuten. An den Rähmchen bleibt selbst kein Wachs haften, es läuft relativ gut ab. Ich habe auch ein relativ klares Ergebnis des Wachses bekommen. Klar kommt ein bisschen Bienenreste mit, es kommt Honigreste mit, aber das kann man nachträglich ja in einem Topf klären. Die Sicherheitshinweise bezüglich des heißen Dampfs sollte man beachten. Ich habe mir 3 Finger verbrannt, als ich den Deckel nicht so aufgemacht hatte, wie man es besser machen sollte. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Und ihr könnt jetzt auch, wenn es so stark regnet wie hier im Video, euer Wachs schmelzen. In der Garage natürlich, ansonsten auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Dann bis zum nächsten Mal.